Moin Moin Leute, hier ist Janessi und willkommen zu einem neuen Raid Boss Guide und zwar das Duval Raid Boss Guide. Und ja, das erste Mal in ja, PowerPoint-Stil. Ähm, wir hatten das ja sonst immer auf einer externen Seite. Und ja, ich habe alles hier auf Deutsch übersetzt und ähm, auf sieben Folien eingeteilt. Das heißt, ihr werdet ähm, schneller zwischen den Folien selber hin und her springen können. Und ähm, falls ihr zum Beispiel was vergessen habt, wenn äh, Duval dann da ist, Könnt ihr wirklich gucken, dass ihr dann eben schnell zwischen den Folien hin und her springen könnt, euch die einzelnen Stages angucken könnt und euch da die Informationen nochmal holen könnt, ähm, weil wenn ihr euch das zum Beispiel jetzt anguckt, dann dauert es ja noch ein bisschen, bis er da ist und dann könnt ihr hier eben einschalten. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Wie gesagt, gerne, ich höre euch. Gerne mal äh, eure Kritik an oder falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, ne, haut einfach raus, dann äh, werde ich das beim nächsten Mal ein bisschen mit einbauen. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir schon mal auf die erste Folie. Die erste Folie ist Duval selber, also er ist von der ersten Klasse Shooter, das macht ihn relativ gut in Stronghold Ace Teams, äh, vor allem weil das ein relativ starker Shooter ist. Dann die Klasse 2 ist Free Spirit, also auch gut in Free Spirit Teams zu verwenden. Dann ist er Typ Dex, deshalb ist der Hintergrund hier auch grün. Die HP von 2608 und die ATK, also Attack, von 1113. Ähm, die HP und Attack sind beides auf Level 99, das heißt, wenn er total ähm, gemaxt ist. So, die Captain Ability ist relativ cool und relativ einzigartig, ähm, aber leider nicht die. Nützlichste. Ähm, die, der erste Teil der Captain Ability ist, reduziert den Cooldown von allen Specials um 3, das heißt, von allen Special-Zeiten nehmt ihr dann drei Runden weg und dann boostet ihr die ATK von Dex-Charakteren um 2,75, wenn sie einen passenden Orb haben. So, hier ist das große Problem, denn man hat definitiv nicht immer einen passenden Dex-Orb dabei und dann wird das wirklich nur auf der letzten Stage wirklich groß helfen, wenn man dann die perfekte Orb-Kombo hat. Also, da gibt es leider bessere. Decks Captains, aber sein Special ist definitiv nicht zu verachten. Sein Special ist nämlich reduziert die jetzige HP von allen Gegnern um 20%, was natürlich bei Raid-Bossen gut ist, die dann 1, 1 Million oder sogar mehr Leben haben. Da macht das schon ordentlich was weg. Und reduziert den erhaltenen Schaden um 50% für eine Runde. Im ähm Endeffekt finde ich persönlich, könnte man das gut als Mischung zwischen Mihawk und Smoker. So ein bisschen äh, sagen, Smoker hat nämlich die 50% Schadensreduzierung für drei Runden und Miok hat natürlich den 30% Cut mit seiner Ulti. Also da kann man definitiv so einen kleinen Kompromiss finden und er hat definitiv keine schlechten Stats dafür. So, ich würde sagen, das war Duval selber. Und dann gucken wir mal, gehen wir mal ein bisschen auf die Stage selber ein. Denn es ist wirklich wichtig, dass man die Stages hier weiß, denn das ist wirklich nicht das einfachste... Ähm ja, der einfachste Raid-Boss. Da muss man schon ein bisschen aufpassen und vor allem, wenn man dann die einzelnen Specials benutzt. Aber zu Duval selber würde ich halt sagen: sehr, sehr guter Shooter, die wir auf jeden Fall auch brauchen auf der globalen Version. So, gehen wir auf die dritte Folie und hier sehen wir, seht ihr schon die Stages 1 bis 3 aufgezählt. Das heißt, wir haben einmal. Ähm, die Stage 1 links und die Stage äh, bis zur Stage 3 rechts. Und da sage ich ein bisschen was zu. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen ähm, vereinfacht, also ein bisschen aufgeschrieben, aber selber will ich da natürlich noch ein bisschen was dazu sagen. So, ähm, hier dürftet ihr auf jeden Fall zwei, äh, auf der ersten Stage äh, dürftet ihr auf jeden Fall zwei Runden easy stallen können. Ist relativ einfach erklärt, ihr solltet euch nicht wirklich hinten lassen oder vielleicht einmal. Das kommt immer auf euer Leben an. Ähm, vor allem gegen Ende seht ihr nämlich, dass die Leben sehr, sehr wichtig sind. Ähm, ich würde einfach sagen, zwei Runden, weil normalerweise hat ihr auf der Stage immer jemand zwei Runden und da dann eben noch den Zug mitnehmen und dann einfach weitermachen, falls ihr euch einmal hinten lassen wollt. Die Mobs machen hier 2016 Schaden. Also alles relativ gut gemacht, äh, nicht zu viel Schaden, den ihr hier abbekommt. Dann auf der zweiten Insel seht ihr schon, hier haben wir viel ähm, Evolver und das ist relativ gut. Erstmal, dass wir die natürlich rekrutieren können, die Evolver, aber natürlich auch zum Stallen. Denn hier können wir fünf Runden stallen. Ähm, ich würde euch empfehlen, definitiv an der Turtle zu stallen. Ähm, was heißt das? Ihr müsstet auf jeden Fall gucken. Ähm, ein Charakter mit auf jeden Fall einer Combo unter... Ähm, äh, unter 5 zu haben, weil sonst macht ihr die natürlich in zwei Runden KO die Turtle. Deshalb würde ich auf jeden Fall dort aufpassen. Falls ihr keinen Charakter äh, mit einer Combo von 4 habt, dann äh, empfehle ich euch am Hummer zu äh, zu storen sozusagen noch eine extra Runde, denn der hat 20 HP. Macht dafür aber auch 3.980 Schaden. Also da müsst ihr dann gucken, wie viel ist das euch im Endeffekt wert? Und ja, fünf Runden solltet ihr hier auf jeden Fall hinbekommen, ähm, wenn ihr am Hummer Stalled dann auf jeden Fall auch noch mehr, aber da spielen halt wieder die Leben wirklich ähm, ja eine große Rolle, was ihr hier am Ende wählen werdet. Auf jeden Fall, das ist nochmal so eine kleine Info dazu. Und auf der dritten Insel ähm, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, denn äh, die ja, die ersten drei in der Reihe haben alle einen, äh, einen speziellen Effekt. Der, die grüne in der Mitte silenced äh, für eine Runde. Also, das nimmt natürlich auch schon relativ viel von eurem Schaden raus. Der rote ändert eure quick -Orbs zu äh, Hindernis-Orbs. Also nicht wirklich schlimm, ne, weil ihr wollt ja sowieso keine quick Ops haben. Und der blaue macht eure decks zu hindernis -Orbs. Das ist natürlich auch nicht wirklich schlimm also damit kann man definitiv le leben aber der silence der ist wirklich ekelig und wie alle schon kennen oder was wir alle bestimmt schon irgendwann mal mitbekommen haben ist der äh, das seepferdchen das seepferdchen das äh, lockt nämlich Unsere, unser Team und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb würde ich ganz äh, ja, von Anfang an immer sagen, erstmal auf das Seepferdchen und dann auf der, äh, aus der ersten Reihe immer den mit den niedrigsten Cooldowns zerstören. Der, äh, der Pinguin selber in der letzten Reihe hier äh, macht keinen Schaden. Also für das erste Mal auf jeden Fall nicht. Äh, als erstes gibt er sich nämlich erstmal nur einen Buff und greift euch nicht an. Also den können wir könnt ihr erstmal für eine Runde stehen lassen. So. Jetzt kommen wir schon mal auf ein bisschen, äh, ja, auf die bisschen schwierigere Insel und zwar ist das die Stage 4, denn dort treffen wir schon auf, du äh, auf Duval selber. Ne? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger und vor allem ähm, haben wir da ein kleines Hindernis mit dem Mädchen dahinter, aber da werde ich gleich was zu sagen. Als erstes haut Duval ein Preemptive raus, das sind nämlich alle Orbs zu Hindernis-Orbs und äh, ein Gift, was pro Zug 700 Schaden macht und dann noch eine normale Attack dahinter für 4516. Das ist auch nur der Preemptive, also das ist so, was er vorne raus schon mal macht. Ähm, dann werde ich jetzt schon mal sagen, wie ihr hier vorgehen müsst. Ähm, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ihr die Mädels hinter ihnen zerstört. Das habe ich hier auch extra nochmal in rot markiert. Ähm, die Mädels hinter Duval machen jede 3500 Schaden und ähm, ja, und, äh, und Silence für die Captain für zwei Runden. Das wollt ihr natürlich definitiv nicht. Und das ist so die Stage, die kann wirklich sehr, sehr viele. Ähm, ja, sehr, sehr viele. Runs einfach schon zerstören, vor allem wenn ihr nur von ein oder zwei von den Mädels getroffen werdet. Das sind nämlich, wenn ihr von allen drei getroffen werdet, habe ich hier schon gesagt, sind das sechs Runden Silence und 10.500 Schaden. Also, das ist definitiv zu viel Schaden für uns und für die meisten Teams auch. Deshalb erstmal auf die Mädels hinten konzentrieren, äh, dann die beiden äh, in, der, in der Vorderreihe, aber die Mädels sind auf jeden Fall hier das größte Problem. Ähm, falls ihr die Mädels nicht auslöschen könnt oder halt zerstören könnt in der, in den ersten, in der ersten Runde, empfehle ich euch wirklich hier Golden Pound zu zünden. Der der Duval dahinter ist nicht so nervig, ähm, wie wenn ihr hier sechs Runden gesilenced wird. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, vor allem wenn euer Golden Pound relativ niedrige Rundenzahl hat, zündet hier Golden Pound und lasst euch nicht silencen, weil der Silence kann, kann und wird definitiv tödlich sein hier. Aber wenn dieser dual unter 50% geht, geht er in den Berserk-Modus. Das heißt, er macht seine Turn-Delays weg. Also jeden, äh, ja, zum Beispiel, had, äh, had, äh, bad, 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 meine Güte, da habe ich mich eben versprochen. So. Äh, wenn er unter 50% ist, dann werden erstmal alle Golden Pound-Effekte, also alle Delay-Effekte entfernt und er erhöht seinen Schaden. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist so um die 7000, glaube ich. Ich weiß aber die genaue Zahl dann nicht. Ähm, also wirklich wichtig, alle Delays weg. Das heißt, er wird euch dann definitiv angreifen, wenn er dann unter 50% ist. Also hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, die so schnell wie möglich down zu machen. Und ja, also erstmal, wenn ihr Golden Pound benutzt habt, alles darum clearen. Und dann Duval am besten so bei 51% bringen. Also Duval in der Mitte bei 51% bringen. Und dann, weil wie gesagt, wenn er unter 50% wird, wird der Cooldown von... Äh, Golden Pound entfernt und dann geht das alles ein bisschen schwieriger. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Stage hier und falls ihr das nicht schafft, die drei Mädels da hinten zu besiegen, definitiv den Golden Pound hier benutzen. Ja, okay, dann gehen wir auch schon auf die Boss Stage, das ist nämlich Stage Nummer 5 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Stage Nummer 4 schon sch fast schwieriger als die Stage Nummer 5, also die Boss Stage, ähm, weil wir halt wirklich hier den, ja, immer diese Angst haben sozusagen. Dass wir gesilenced werden und das kann halt wirklich den ganzen Run zerstören. Haben wir bei der Boss Stage hier nicht? Und zwar ist ähm, die Boss Stage selber ein. Äh wie gesagt, einmal nochmal Duval in der Mitte. Wie gesagt, das Bild ist ein bisschen klein, aber okay. <laughs> ähm, aber ihr solltet das auf jeden Fall erkennen können. Also wir haben Duval in der Mitte und da hinten drei von den Schlägertypen. Die hielen Duval nämlich auf der 40-Stamina-Version. Hielen die äh, Schläger da hinten um 100.000 pro Runde. Also wenn sie dann auslösen, also wenn der Cooldown auf 0 ist, hielen sie um 100.000. Auf 40-Stamina hat der äh, Duval 1,22 Millionen. Äh, nicht 1,22 Millionen, sondern 1.220.000 HP. Ups, da habe ich das unfalsch gesetzt. <laughs> Und 5.150 ATK. Das heißt, ähm, also 5150 Attack. Also, das heißt, er haut schon ordentlich rein und er hat auch schon, ja, also er hat relativ wenig HP. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt definitiv schlimmere HP-Zahlen. Ähm, als Preemptive ist das schon mal ein bisschen ekelig, weil er silenced beide Kapitäne für eine Runde, gibt sich einen 5-Runden-Defensiv-Buff und haut nochmal 5150 Schaden raus. Ähm, jeder Angriff danach. Wenn er noch über 66% seines Lebens hat, ist 5.150 Schaden. Da ändert sich nicht wirklich groß was dran. Ich würde euch definitiv erstmal empfehlen, ähm, macht erstmal die Schlägertypen weg. Denn ihr wollt definitiv nicht, dass er noch so heftig gehealt wird. Also, wie gesagt, er macht erst auch nur 5.150 Schaden. Ähm, je weiter ihr die Wahl äh, dann auch wirklich runterkloppt, desto stärker werden seine Attacken auch. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall äh, erstmal um die Schlägertypen dahinten, äh, dahinter konzentrieren und dann müsst ihr euch das ein bisschen selber raussuchen. So, dann unter 66% macht er dann, äh, ja, oder kettet er dann drei random Charaktere von euch. Das ist schon mal eklig. Wie gesagt, ähm, das sind wieder zum Beispiel, wenn ihr ein Ge äh, Gear 3 Team verwendet, das sind wieder Charaktere, die euch für die Combo fehlen. Wenn ihr jedes andere Team benutzt, ist es natürlich auch noch Schaden, der weggeht. Ähm, und er geht in den Berserker-Modus. Was heißt das? Genau dasselbe, was wir eben hatten. Er entfernt alle Delays, also Golden Pound, der Effekt geht wieder weg und so weiter und so weiter. Dann äh, bekommt er noch einen Schadensbuff durch den Be äh, Berserker-Modus und dann haut er immer noch, aber dann haut er für das erste Mal immer noch nur 5150 raus. Und wenn er dann den Berserk-Buff hat, dann haut er 10.300. Äh, ja, Schaden raus mit jeder Attacke, die es dann gibt. Und ähm, gegen die Kette kann man auch Helmepo benutzen von der Kobi Mepo Extra Insel. Ähm, wirklich, wenn man da sieht, dass man ein bisschen Probleme hat und man sonst genug Teamschaden hat, ähm, empfehle ich zum Beispiel auch definitiv in einem Gear 3-Team, weil die ersten drei ja sowieso keinen Schaden machen. Deshalb... Da würde ich auf jeden Fall auch Helmipo empfehlen, um halt eben die Ketten zu lösen. Und unter 20% macht er 18.600 Schaden und drei Chars werden gekettet. Dasselbe wie unter 66%, bloß mit einer, äh, ja, mit einer höheren Schadensanzahl. Und ja, drei Chars werden wieder gekettet. Also ich empfehle wirklich hier, guckt euch das nochmal an, ne, kurz bevor ihr das macht oder macht euer Team jetzt schon zusammen. Weil ich würde auf jeden Fall immer empfehlen. Erstmal die drei da hinten zu, zu killen, egal was passiert, weil das sind immer 100.000 Heal alle zwei Runden. Das wollt ihr definitiv nicht haben. Also erstmal auf die Schläger-Typen hinten konzentrieren und dann auf Duval, äh, auf Duval, sorry, ich sag immer Duval, äh, Duval. <laughs> ähm, auf Duval selber konzentrieren. Ähm, weil ihr natürlich da definitiv auf die Prozentzahlen achten müsst, ähm, wie das Leben von ihm aussieht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So. Dann gehen wir mal eben auf die Teams ein. Also wie gesagt, ähm, die Wahl auf der 40 stamina Version 100 Drop Chance, auf der 30er Version ähm, hat er glaube ich so 40-50 Ich bin mir da aber nicht sicher. Wie gesagt, noch hat das äh, also noch wurde das nicht wirklich gesagt, was die exakten Prozentzahlen sind. Ja. Aber auf der 30-Stamina-Version hat er auf jeden Fall äh, weniger HP und macht weniger Schaden. Also da müsst ihr auch äh, ungefähr euch aber so ein bisschen daran halten, vor allem auf der Stage 4. Aber ähm, er hat weniger Leben und macht weniger Schaden, also falls ihr die 30-Stamina-Version machen wollt. So, dann gehen wir mal auf die Teams ein. Und zwar sind das äh, die drei Teams, die ich persönlich ausgesucht habe, ähm, mit denen das meiner Meinung nach am schnellsten geht. Ähm, wir haben einmal Ray, das ist ein sehr schnelles Team und auch ein sehr gutes äh, Scha also ein sehr gutes Team in dem Sinne dass es sehr viel Schaden macht ähm, am besten mit Kit wo ich das i eh aus irgendeinem Grund groß geschrieben habe <laughs> ähm, am besten mit Kit oder Alon kombinieren Kit hilft auch definitiv ähm, auf der vierten Stage falls ihr den Special von Kit dann schon fertig bekommt ähm, oder Alon kombinieren für halt einen sehr sehr hohen Beatstick also ein Charakter der sehr sehr viel Schaden rausholt äh, ja rausholt und einfach auch machen kann ähm, ja, und wie immer kombinieren Orb-Booster äh, ja, Orb und dann eine Orb-Kombo dazu. Das heißt, ähm, eine, ein Charakter, mit dem ihr relativ viele äh, stärke orbs bekommt und dann natürlich noch ein Orb-Booster oben drauf, damit ihr wirklich viel Schaden rausknallen äh, könnt und dann Duval oder Duval relativ schnell, ja, sozusagen wegbekommt vom Fenster. Also, dass ihr ihn wirklich relativ schnell wegmachen könnt, weil ihr wollt definitiv nicht in dieser unter 20 Phase da wirklich gehittet werden oder groß Ketten weg oder groß Ketten bekommen, logischerweise. Dann haben wir Gear 3. Gear 3 ähm, ist auch ein relativ gutes Team hierfür, ähm, denn ihr könnt drei Support-Charaktere nehmen Was meine ich für drei Support-Charaktere? Ähm, da drei von euren Charakteren sowieso keinen Schaden machen werden, ähm, müsst ihr dann sozusagen ein bisschen gucken, dass ihr euch auf die ja auf so drei Support Charaktere dann zurückgreifen könnt das wäre für mich jetzt persönlich Golden Pound ähm, Alvida für, ja, für ein bisschen Schutz noch für die späteren Attacken von äh, Duval, wenn man da hinkommt. Und Helmipo was ich eben schon angesprochen äh, habe, für den äh, ja für sozusagen das Sprengen der Ketten, wenn wir da bei, wenn wir einmal äh, angekettet werden. Das ist zum Beispiel auch richtig eklig. Deshalb will man da auf jeden Fall bei einem G3-Team, weil da natürlich ähm, alle Combo äh, stückchen wichtig sind, ähm, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Also da kann ich das wirklich nur empfehlen. Packt euch drei Support-Charaktere rein. Golden Pound, Alvida und Helmipo. Das ist wirklich die wichtigen für mich. Ja, sehr schnelles Team logischerweise, da wir einen sehr, sehr äh, heftigen ATK-Boost oder Attack-Boost haben von Gear 3. Und ja, ein Team kann man gut mit Free-to-Play-Charts machen, was ich schon hier gesagt habe. Ähm, am besten packt ihr da einfach einen Arlong zum Beispiel rein. Das ist ein, ein sehr, sehr heftiger, wie ich schon mal äh, Ray gesagt habe, das ist ein sehr, sehr heftiger Charakter mit sehr, sehr viel Attack. Also da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Und mit dem Team am besten äh, benutzt ihr dann Go äh, Golden Pound auf der vierten Stage. Was ich schon eben angesprochen habe, ganz einfach, weil ihr definitiv nicht gesilenced werden wollt mit dem Double G3-Team, war sonst ist vorbei. Sonst könnt ihr den äh, Run nämlich in eine Tonne werfen. Deshalb auf der vierten Stage Golden Pound benutzen. So, dann gibt es Blackbeard. Blackbeard ist das ähm, heftigste Team, also das, was es definitiv am schnellsten machen kann. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich ein Blackbeard-Team macht, auf jeden Fall Max Special. Wenn ihr das nämlich mit Max Special habt, das Blackbeard Team, ist es wie gesagt das schnellste Team dafür und es ist in ein bis zwei Runden vorbei. Das ist es einfach, weil ihr mit dem mit den beiden Specials von Blackbeard eigentlich schon fast alles geklärt habt von der letzten Stage und deshalb wirklich, das kann ich wirklich nur empfehlen, falls ihr ein Maxim, äh, falls ihr das maximale Special habt. Ähm, eine gute Combo, die ich noch rausgefunden habe, wäre dann Bepo und der stärke Story Luki. Ähm, ganz einfach, weil das sehr sehr gut ist. Ähm, falls ihr Bepo und äh, und halt S Story Luki in der Stärkeversion nicht habt, ähm, zeige ich euch gleich auf der nächsten Folge noch so ein paar, äh, auf der nächsten Folie noch eine Option. Die ist leider nicht Free to Play, aber ja, kann man auf jeden Fall noch was mit anfangen. So, ich denke, das sind so die Top Teams. Wie gesagt, wenn ihr vorhabt, ein anderes Team zu benutzen, gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, das können sich dann auch noch ein paar Leute angucken und dann auch noch gerne wie gesagt, gerne was dazu schreiben, äh, welches Team ihr benutzt und warum ihr das benutzt. So könnt ihr euch so, äh, sozusagen noch ein bisschen ja aushelfen dabei. Ich kann halt wirklich nicht alle möglichen Teams hier reinschreiben. Das wäre definitiv ein bisschen zu viel. So. Nummer 7 sind dann die MVPs, also die Most Valuable Players. Äh, Im Endeffekt hätte ich das auch MVC nennen können für die Most Valuable Characters. Aber naja, das sind, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Also, ähm, was wozu ich noch nichts gesagt habe, ist nämlich Kuma. Kuma ist nämlich ein sehr, sehr guter Stärke-Opferteiler. Ähm, falls man ihn hat, auf jeden Fall ins Team mit reinnehmen. Ähm, das ist nämlich ein so guter Special, dass man ihn wirklich nicht weggeben kann. Ähm, Kuma gibt nämlich allen benachbarten Charakteren stärke Ops. Was heißt das? Wenn ihr ihn zum Beispiel in der, ähm, ja, in der Mitte des Feldes habt, bekommt ihr einfach vier Stärke-Orbs dadurch, äh, da, dadurch. Das ist nämlich, ich glaube, er gibt sich nämlich selber ein, dann unter ihm, also der Charakter, der unter ihm ist, dann über ihn und dann rechts. Deshalb äh, empfehle ich den auch sehr gut in einem Blackbeard-Blackbeard äh, Blackbeard oder ja am besten natürlich in dem Blackberry-Team, weil da natürlich alle Charaktere Stärke sind. Ähm, also da würde ich ihn auf jeden Fall reintun. Also oben äh, oben bekommt dann Orb, rechts Mitte bekommt ein, dann links Mitte, da wo dann äh, Kuma selber ist, der wird dann auch einen bekommen und natürlich links unten. Also ihr habt wirklich viele stärke Ops für nur ein Special. Also den kann ich euch auf jeden Fall auch sehr sehr gut empfehlen. Dann Alvida, Alvida habe ich eben schon erklärt, ähm, für die späteren A -A Attacken gegen Duval ist das definitiv sehr, sehr nützlich. Ähm, 80% Schadensreduktion wird euch gegen sehr, sehr viel hier helfen. Ähm, auch gegen, wie gesagt, selbst wenn wir nämlich 80% des Schadens von, 10 von dieser 10.000er 10 Attacke abziehen, sind es halt wirklich nur noch 2000 und das kann man locker überleben. Ja äh, dazu auch noch einen Free-to-Play-Charakter, das heißt, man kann, eigentlich hat ihn fast, äh, hat wieder fast jeder und sollten auch auf einem relativ niedrigen Special-Level haben, vor allem, wenn man die Bücher schon reingefeedet hat, ähm, ich meine natürlich noch auf, aber der normale Cooldown sollte auch mehr als genügen, wirklich, um den da am Ende bei Duval einsetzen zu können. Und das ist natürlich auch noch ein stärke Charakter mit okay Stats, logischerweise, ähm, hilft natürlich auch noch ein bisschen für den Schaden gegen Duval und wie immer Golden Pound, Golden Pound ist eigentlich bei jedem Team dabei oder bei jedem Boss, der keine Immunität hat und zwar ähm, Golden Pound ist wichtig entweder auf der vierten Stage oder auf der Boss Stage wie ich jetzt schon geschrieben habe, logischerweise entweder wollt ihr Duval dann delayen oder falls ihr wirklich nicht gesilenced werden wollt und ihr es nicht schafft alle, äh, ja, die drei letzten Mädchen da wegzumachen auf jeden Fall auf der vierten Stage dann zu aktivieren, ähm und nicht vergessen, Berserk äh, macht ja immer den Delay weg. Das heißt, ihr wollt auf jeden Fall gucken, dass ihr den wirklich erst dann aktiviert, wenn ähm, Duval im Berserker-Modus ist. Übrigens, äh, den Berserker-Modus erkennt ihr, dass das so ein kleiner roter Schädel ist. Um, entweder. Ja, aktiviert ihr ihn, wenn der dort ist, oder ihr aktiviert ihn schon vorher, ähm, zum Beispiel wenn er bei 100% ist und ihr dann wisst, dass ihr in diesen, ja, in diesem Zeitraum von diesen vier äh, oder von den drei Turn-Delay im Endeffekt von Golden Pounds, dass ihr den dann wirklich ja, äh, unter, äh, nicht unter 66% bringt, falls ihr versteht, was ich meine. Also ihr müsst da wirklich so ein bisschen mit rumspielen. Das ist nämlich wirklich wichtig. Ne? Also, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, die, das richtige Timing für Golden Pound ist eigentlich wie bei jedem Raid-Boss wirklich die, die, ja, das, das A und O für jedes Team. So, das war aber auch schon ähm, die letzte Folie. Das heißt, ich bin schon mal durch. Ich werde noch mal eben in den Stats-Screen zu Duval wechseln. Ähm. Ja, wie gesagt, das ist das war mal was anderes. Ich habe es mal im PowerPoint präsentiert. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen besser gefallen als das Sonstige. Für mich persönlich ist das hier alles ein bisschen übersichtlicher und ich kann das selber relativ gut schreiben. Und wie gesagt, ich habe es alles schon übersetzt vor mir. Ähm, kostet mich zwar im, im, ja, im, im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit, aber das ist definitiv nicht schlimm. Das macht das Ganze auch, ja, relativ. Ja, relativ einfacher. Ja, ich hatte zwar ein paar Sprachfehler da <laughs> zwischendurch drin, aber macht es definitiv einfacher, das Ganze vorzulesen und euch besser rüberzubringen. Und wie gesagt, falls ihr noch irgendwas habt, ihr könnt wirklich bei dem Video relativ gut ähm, zwischenskippen. Ähm, falls ihr jetzt zum Beispiel auch auf der ähm, Zeitlinie da unten mal guckt, ihr könnt... Ähm, wenn ihr, wie gesagt, am Freitag hier nochmal herkommt oder wenn halt der Raid-Boss da ist, ähm, wenn ihr nochmal herkommt, könnt ihr einfach so ganz schnell, indem ihr halt durch diesen, auf den Zeitstrang guckt, ähm, so ein bisschen halt zwischen diesen Stages hin und her schalten und dann seht ihr halt wirklich die einzelnen, ja, die einzelnen Sachen, was ihr dann wirklich beachten müsst. Und ich habe hier auch relativ, ja, das hoffentlich relativ gut hingeschrieben, dass man wirklich das meiste davon ja, auch so erkennt und dann, dass ihr eben noch so ein bisschen das Ganze, ja, euer Gedächtnis eben auffrischen könnt, bevor ihr dann halt wirklich in den Red Boss losgeht. So, ich würde sagen, jetzt sind wir damit aber durch, das Video auch oh, knapp 25 Minuten, ne, also, wie gesagt, MVP, definitiv Charaktere, die man wirklich, wenn man sie hat, ins Team reintun sollte und Helmepo definitiv ins Gear 3 Team reinpacken. Ja, das ist so mein kleiner Tipp. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Ne, habt noch viel Spaß. Das ist auch relativ gut gewesen, dass ich das Ganze auf den Sonntag packen konnte, denn da habe ich immer schön viel Zeit, um dann wirklich so eben so eine Präsentation vorzubereiten und dann auch eben das Ganze ein bisschen zu erklären. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Über ein Like freue ich mich wie immer sehr. Schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und ciao.